Stefan Meyer, egal ob verletzte, ob gesperrte Spieler, der Spirit in diesem Team scheint unglaublich. Sie hat schon ein paar Teams trainiert. Was macht der Zusammenhalt so gut im aktuellen HC Thurgau? Ja, ich glaube, es ist einfach der Zusammenhalt im Team, in der Kabine, die Leader. Das, was sich über das Jahr über gebildet hat. Und man braucht nur schauen, das letzte Spiel über 40 geblockte Schüsse sprechen für sich. Das ist nicht etwas, was der Trainer einfordert. Das ist das, was das Team bringt, weil es so ein Zusammenhalt ist. Jeder kämpft für jeden und es macht einen Trainer extrem stolz. Stolz kann machen, was man 3-0 führt. Trotzdem, es ist noch nicht vorbei. Was ist der Wiese für das heutige Spiel für ihn und die Mannschaft? Es ist das nächste Spiel. Ich habe vom ersten Spiel an gesagt, und das ist keine leere Phrasendrescherei, dem Kollege hier nach dem Spiel, Langenthal ist klarer Favorit, aber wir sind ein Team und wir treten auf als Team und wir kämpfen als Team. Erwartet ihr heute noch mal ein anderes Langenthal? Oder ist vielleicht entscheidend, dass gar nicht Langenthal Spiel reinkommt heute? Wir haben unseren Gameplan, wir haben unser Teamplay, wir wissen die Stärken, wir wissen, wie stark ihr Powerplay ist. Man muss geduldig spielen, man muss diszipliniert spielen und man muss vor allem kämpfen, mehr die Beine bewegen, mehr Zweikämpfe gewinnen wie sie. Dann können wir ebenbürtig das wettmachen, was sie auf die einzelnen Positionen einfach mehr Klasse haben, aber wir sind mehr Team bisher. Danke vielmals. Bitte.